Hallo kreative Welt da draußen, liebe Künstlerinnen und Künstler, herzlich willkommen zu diesem Podcast mit mir Art and Cross with Nina Kay, wo ich diese Woche auf Art Cross dabei bin, ganz besondere Menschen mit großen Ministries, einem Herz für Kunst, einem Herz für Europa, für Medien, aber auch Theologen zu befragen zu dem Thema Kunst und Glauben, Kunst und Gesellschaft und vieles mehr. Und ich freue mich und bin einfach geehrt, ganz, ganz tolle Menschen bei mir zu haben. Heute ist es Lien Larivière aus Holland, der mich in manchen Punkten so geprägt hat, der mir wirklich geniale Gedanken mitgegeben hat. Und ich heiße dich jetzt willkommen, Lien. Du hörst mich hoffentlich. Wir sind live hier. Und meine erste Frage, Lien, wie geht's dir? Denn ich habe gehört, du hast auch gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Geht's dir gut? Ja, glücklich geht es wieder gut. Ich war heute Morgen noch im Hospital für einen Check. Muss terugkomen nächste Woche. Aber kein großes Alarm. Nur kleine Sachen. Und auf meine Eltern habe ich gelernt, reden nicht zu viel über alle Qualen und Probleme. Das interessiert keiner. Deshalb einfach weitergehen mit das Leben und mit die Gaben und Segen, was Gott gegeben hat. Das macht mehr Spaß. Okay, das ist ein großes Vorbild, Lien. Das finde ich schön von dir. Das ist auch sehr ermutigend. Lien, ein bisschen eine Vorstellung brauchen wir mal von dir. Du bist ja ein Begründer von allem Möglichen, ein Tausendsasser in vielen Bereichen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, was du in deinem Leben schon gegründet hast und was du mit Medien und Kunst und Gesellschaft schon erlebt hast. Ach, meine Güte, das ist eine sehr lange Liste. Ich bin schon ein paar Highlights. Ein paar Highlights, okay, okay. Ich bin schon 55 Jahre tätig in die Welt der Kunst, Kultur, Medien und so weiter. Und es war ganz besonders, dass Gott mir dazu berufen hat. Es ist eigentlich nicht mijn Wahl gewesen, in diese Welt hineinzusteigen. Aber Gott sei Dank kann ich immer zurückkehren auf diese spezielle Berufung. Das ist ein ganz besonderes Moment, das ist ganz lange her. Want wenn man in diese Welt tätig wird, das ist nicht einfach. Das hat vieles hoch, aber auch sehr viele und große Probleme. Aber mit Gottes Hilfe kann man weiter marschieren. Aber man muss wirklich auch die Qualitäten fördern, um alles zu ermöglichen. Was ich getan habe, ist zum Beispiel die Continentals von Europa gegründet. Das Christian Artist Seminar, was 40 Jahre gelaufen hat. Ja. Also 40 Jahre Christian Artists, darf ich dich unterbrechen? Christian Artists war das, was viele unsere Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und Österreich ja inspiriert hat. Und so habe ich dich auch kennengelernt, aber 40 Jahre Christian Artists, das ist schon auch bewundernswert. Was waren da deine Beweggründe oder deine Vision? Dann muss ich zurückgehen nach die Jahre 70. In diesem Zeitalter hatten viele christliche Eltern Probleme, um ihre Kinder in die Akademien, Fachhochschulen zu schicken, weil es gab dort im Westen eine Kulturrevolution und sehr vieles hat dann auch auf de conservatoria und academia mit Politik zu tun. Und das war ein großer Ärger. Deshalb, wenn man eine Begabung hat, was muss man tun? Und so von verschiedenen Ecken is die idee geboren om al een Christian Artist Seminar te doen. Dat waren 1980. En die leraren waren zeer goede kunstenaars, als in verschillende vakbereiken. En ja, die schüler waren aankomende talenten die nergens voorheen konden. En deshalb war dat seminar die mogelijkheid om die vakerkennis mal in so einer Woche hinüber zu tragen an diese Studenten. Und es hat vielen ungeheuer geholfen. Und schließlich
is het zo, wenn man jetzt ein gutes Talent hat, geh je in die Akademie, geh je richting Konservatorium, Medienakademie, und lerne das Fach richtig gut. Also Christian Artist war sowas wie der Großvater von Art Cross jetzt. Also es gab die Möglichkeit, sich weiterzubilden in den Gaben, in künstlerischen Bereichen, ja. In der Musik, ja. Aber auch Technik und so weiter. Und das hast du 40 Jahre gemacht. Meine Begegnung mit dir war ja auch darüber, und du hast jetzt ganz kurz erwähnt, es ist etwas Politisches auch, es kommt immer auf die Kultur, auf die Gesellschaft an, was möglich ist und was nicht. Und das hat mich auch sehr inspiriert, was du da zu sagen gehabt hast. Und ich komme auf einen bestimmten Punkt, nämlich auf dein Stichwort, wir leben gerade in einer Zeit von Reformation. Also 500 Jahre nach Martin Luther ist jetzt wieder eine Zeit von großer, großer Veränderung in der Gesellschaft weltweit. Und wie kommt es dazu? Kannst du das kurz zusammenfassen? Warum hast du gesagt, wir leben jetzt in einer Zeit von Reformation? Ja, ohne hineinzugehen in die verschiedenen Komplotttheorien, die es überall gibt, is het zeker waar dat die macht immer meer bij een bestimmte elite komt. En teil van deze elite is politisch, andere teil is ook die economie. Einfach schauen wie die macht had, zum Beispiel über die social media. Dat zijn nu twee personen. Ja? En dat had ook een grote gevaar. Jedenfalls, speciaal door die nieuwe medien, dat ganze landschap, wie man communiceert, wie man zich zo en ander beneemt, waarover man redet, is ongeheuer geändert. Deshalb brauchen wir eine neue Reformation in dieser zin, dat we müssen nachdenken, wie wir in diesem Medienalter das Evangelium communiceren kunnen. We brauchen einfach eine neue Sprache. Zum Beispiel, wenn ich zu Studenten an der Universität sage, Jesus Christus rettet, schaut man mir an und man versteht überhaupt nicht, was ich meine. Eins, man kennt die Namen Jesus nicht. Christus, seine Qualität, der Christus kennt man auch nicht. Und retten, hier ist, wenn man in die Rhein fällt und vertrinkt, dann kann man gerettet werden. Als rettet auch noch andere Bedeutungen hat, versteht man die. Deshalb brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um die Satz zu erklären, Jesus Christus rettet. Dann kann ich das vielleicht gebrauchen. Also, wenn das ganze Verstehen von das christliche Glauben so weit weg ist von einer normalen Sprache, brauche ich wirklich eine neue Reformation. Und was helfen kann in diesem Sinne, das sind speziell die Künste. Die Künste können das Herz der Menschen erreichen ohne Wörter. So die Musik, Tanz, Theater, Medien. Ja. Ja. Aber auch das gesprochene Wort braucht eine neue Reformation. Ja. Als Beispiel sage ich manchmal, Jesus hat niemals gepredigt. Er war ein Storyteller, er erzählte Geschichten. Deshalb brauchen wir mehr neue Geschichten, die das Evangelium vermitteln und weniger Predigten. Ja, das stimmt, da bin ich voll bei dir. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das zusammenfasse, warum wir in einer Zeit von Veränderung leben. Du hast damals gesagt, wenn alle großen gesellschaftlichen Bereiche, die Wirtschaft, die Politik, die Bildung, die Familie oder Ethik, in einer Krise sind und nicht nur ein Bereich, dann spricht man eigentlich von Reformation, und du hast die Frage ja schon beantwortet. Die Frage ist nämlich, wohin geht die Veränderung? Weil das, dass sich alles jetzt radikal verändert, das bekommt ja jeder mit. Aber wohin geht die Veränderung? Was können wir da beitragen? Und du sagst jetzt einen ganz wichtigen Punkt, wie reden wir
wie sprechen wir, wie bringen wir die Message hinüber? Und da sind wir noch ganz weit hinten oder in einer Blase und begreifen nicht, dass uns die Menschen gar nicht zuhören oder gar nicht verstehen oder hören können. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das möchte ich hier jetzt gleich mal zeigen, ja. Das Geschenk der Kreativität. Wir haben auf Deutsch auch ganz viele Exemplare, also wenn du da interessiert bist, ich kann dir das gerne zusenden, denn Lin hat uns da einige Exemplare hier gelassen, damals, wie wir uns live gesehen haben. Und da beschreibst du eigentlich ganz wunderbar zum Beispiel, dass Gott ein Künstler ist. Oder ja. Was spielt die Kunst für eine Rolle? Du hast da ganz viele Beiträge von Bibelstellen, wo man eigentlich sieht, David war ein Künstler. Oder wie du jetzt gesagt hast, Jesus war ein Storyteller. Was ist so dein persönliches Kapitel aus diesem Buch? Was möchtest du uns heute hier an dieser Stelle, in dieser Zeit mitgeben? Ja, speziell die Ausschnitt. Dass Jesus selber ein Künstler war. Wenn man diese Predigt liest am Ufer von See von Genezareth, das ist einfach Poesie. Das ist gesegnet ist. Also, wenn man, dann ist ein ganzer Rhythmus. Studiert, is dat ungeheuer stuk van poëzie. Dat is de längste predigt die in de Bijbel staat. Alle andere bijspelen zijn geschichten. Jezus erzählt geschichten. En door deze geschichten verstehen we eigenlijk een zaken wat hij meinte, was dat ziel waar van zijn boodschap, van zijn komen, über die toekomst. En we kunnen veel daarvan leren. Persoonlijk vind ik veel predikten ja, zijn zeer langweilig. Entschuldiging voor alle predikers die zuhören. Neem ze niet persoonlijk. Ja, ook een predikt kan een kunstvorm zijn, maar dan zullen we werkelijk studeren wie man dat communiceert. Dat had met toon te doen, met bewegingen en zoveel andere zaken. Er is zoveel meer als irgendwo hinter aan de microfoon te steken en om goede zaken te zagen. We brauchen ook in deze vormen een grote nieuwe erwekking, dat we beter communiceren. Want dat fängt aan de andere zijde, bij den hörer. Verstehen we überhaupt wie die hörer oder diegene die de kunst ansehen, verstehen we wo diese Leute sind? Wie sind sie? Er had zich zoveel geändert, speciaal sinds de jaren 60 van, als etwa 60 jaar terug. Ja, du meinst die Revolution, also die 68er, die neue ja. Generation. Ja. Ja. Also ich fasse zusammen oder ich höre sehr stark heraus, du sagst, du behauptest wirklich, Jesus war ein Künstler, er war ein poetischer Prediger, ja. Er hat Geschichten erzählt. Wahrscheinlich, er hat auch viel in Bildern gesprochen. Er hat ja viele Bilder und Vergleiche ja. gebracht. Also ganz anders als heute so manche Predigt daherkommt. Da bin ich voll bei dir. Das trifft ganz mein Herz. Ja. Aber du hast auch eben erwähnt, kennen wir unsere Zuhörer? Wissen wir überhaupt, wie diese Welt ja. da draußen ist? Und du bist für mich jemand, der ja auch zum Teil auch politisch sogar und im Bildungswesen engagiert war, in der Gewerkschaft engagiert war, TV-Stationen mit aufgebaut hat, Produktionen gemacht hat. Und neuerdings hast du mir heute noch gesagt, jetzt in der Probe, du hast ja jetzt auch studiert, noch ja. mit deinen weißen Haaren, dich auf die Universität begeben. Und da ging es um die Gesellschaft, oder? Und ich glaube, da trifft unser Herz ja zusammen mit diesem auf dem Marktplatz und draußen in der Welt zu sein und dass Gott diese Welt erreichen möchte. Was sind da die neuesten Erkenntnisse, die du da mitbringst ja. oder für dich gewonnen hast? Es ist nicht einfach. Ich hoffte, das war anderthalb Jahr her, habe ich den Master Religion und Gesellschaft getan an die Uni in Utrecht. Es war meine Hoffnung, mehr zu hören und zu lernen
über die ganze Situation unserer Gesellschaft. Leider hat es wenig neue Einsichten gegeben, aber sicher ist, dass die ganze Gesellschaft immer mehr zersplittert geraakt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Früher konnte man sagen, die Bevölkerung von Österreich ist katholisch. Ja, das kann man nicht mehr sagen. Was ist die Bevölkerung von Österreich? Es sind neue Leute da mit anderen Kulturen. Jetzt muss man fragen, was ist dann die Bevölkerung von Salzburg? Und das ist auch nicht einfach. Die Einwohner sind auch sehr unterschiedlich. Und all die unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Meinungen. Deshalb wird es immer schwieriger, mit kleineren Gruppen kommunizieren zu können. Und das braucht viel mehr Studien. Wenn man sagt, geh in die Welt und predige das, bringe das Evangelium, dann ist die nächste Frage, ja, was ist diese Welt? Was sind die Leute? Wie leben sie? Was glauben sie? Es wird immer wichtiger auch, mal goed nachzudenken über die verschiedene Glaubensfragen, was die andere Religionen haben. Dort gibt es sicher eine Brücke. Also diesem Jahr Master hat mir geholfen, was mehr zu lernen über andere Überzeugungen. Und dann ist interessant, mit ganz viel Respekt, mal über das persönliche Glauben zu reden. Und interessant ist dann auch, dass die Leute wirklich hören möchten, was glaubst du dan? Also man kann nicht sagen, die Wahrheit ist dies, also man muss daraus, aber man kann immer auf eine persönliche Ebene reden, also was ich erfahren habe, ist, dass Jesus mich wirklich gerettet hat. Warum? Und was geschah dan? Aber die andere Person kann dann sagen, ja, ich habe viel Hoffnung und Hilfe bekommen von Mohammed. Und dann kann ich fragen, warum? Und dann gibt es eine Möglichkeit, das Gespräch weiterzuführen. Das heißt, was ich mir für mich jetzt mitnehme, du plädierst sehr stark dafür, dass man einander mal wirklich zuhört. Dass man überhaupt nicht hinhört, wer ist diese Welt, weil sie ist so zersplittert, man kann nicht mehr in Schubladen denken oder nur in Statistiken sprechen, was Leute glauben oder was die Leute da draußen sind. Also man muss wirklich zuhören lernen, aber man punktet auch mit persönlichem Zeugnis, würde ich jetzt fast sagen, mit den persönlichen Geschichten. Das, was man erzählt, wenn man authentisch ist, das ist der große Pluspunkt. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, dass Jesus ja gesagt hat, wir sollen seine Zeugen sein. Das ist also sehr spannend, dass wir wieder back to the roots, also dass wir da wieder zurückkommen. Er sagte zu deinen Schülern, ihr seid das Gute Samen, ihr seid das Evangelium. Ja? Deshalb, es zeigt aus unser Leben. Ich habe ein interessantes Beispiel. Wir haben einige islamitische Freunde. Als ze zijn huisvrienden van ons. En ze zeggen allen, we zijn richtige gläubiger. Ze volgen Jezus, maar ze zijn absoluut richtige gläubige Leute. Nou, bevor een moslim dat zegt, dat is wirklich een interessante weg zu gehen. Een compliment, oder? Ja. Ja. Het was een ander Beispiel. De Mutter van een van onze vrienden. Viel hinunter in ihrem Haus und dieser Mann telefonierte mich, denk, kannst du für mich und meine Mutter beten? Meine Mutter ist so schrecklich gefallen, sie ist im Krankenhaus. Nou, das ist ein interessantes Zeugnis. Das stimmt. Ja, das kenne ich auch aus meinem Leben. Wir haben muslimische Freunde und wenn sie dann sagen, bitte bete für mich und du bist ja ein richtiger Gläubiger, auch wenn du Jesus nachfolgst, das ist, finde ich, das größte Kompliment. Das stimmt sehr ganz sicher. Lin, du bist eben wie so was für mich wie ein Mentor, wie so ein Großvater von Artcross. Wir haben lange überlegt, ob wir dich ja heuer auch wirklich live dabei haben. Jetzt meine letzte Frage an dich, weil wir ja gerade in unserer Artcross-Woche sind. Was möchtest du uns
neu mitgeben oder auch aus deiner langjährigen Erfahrung mitgeben? Ja, ich denke, dass speziell die Kreativität und diese Begabungen ungeheuer wichtig sind für die Zukunft. Immer mehr sehen wir, dass die Leute im Allgemeinen immer mehr in eine eigene Bubbel leben gehen. Ja, und ihre eigene Bubbel, das ist de Bubbel mit dein Handy. Das ist eigentlich die ganze Welt geworden. Deshalb ist es wichtig, mal nachzudenken, wie wir mehr interessante Sachen auf diese Handys bekommen können. Deshalb brauchen wir de Medien, brauchen die Medien viel Kreativität. Musik ist ungeheuer wichtig, aber auch Tanz, Theater, bildende Kunst. Also jede Kunstform kann uns helfen, um das Evangelium von Jesus weiter zu bringen. Aber das heißt auch, mit diesen Begabungen ist Übung, Übung, Übung und noch mehr Übung. Ja, hier ist eine große Qualitätskrise. Viele Christen sind so bald zufrieden über was sie getan haben. Und ich bin ein Profi und meine Qualitätskriteria kommen aus der professionellen Welt. Ja, was sind die Kriteria? Also wir müssen weiter als onze goede meningen en ja, onze goede ideeën, maar mag er wirklich eine großartige Qualität? Das überzeugt die Welt. Daran glaube ich wirklich. Und das habe ich auch gesehen in meine 55 Jahre in dieser Berufung. Also einerseits das ist die neue Bubble. Und wir müssen lernen, diese Sprache zu sprechen. Wir müssen online gehen. Wir müssen da auch die Leute erreichen. Und ja, du plädierst ganz stark für Exzellenz und dass wir unsere Gaben auch wirklich wachsen und ja, reifen lassen und uns nicht zu schnell zufrieden geben. So kenne ich dich, Lien. Du hast mich auch immer angespornt, was auch uns auch gut getan hat. Das hat herausgefordert, ja, aber es hat uns auch gut getan. Ich bin dir da wirklich dankbar als Mentor. Ja. Und nochmal der Hinweis vielleicht auf dein Buch. Ich finde, das kann man sich wirklich mal wirklich durchlesen. Es sind lauter kleine Kapitel und unglaublich dicht, was da alles an Schatz drinnen ist von deinen Gedanken. Also bedanke ich mich jetzt für dieses Gespräch. Danke, dass du so lange gewartet hast. Ich wünsche dir das Beste für deine Danke. Gesundheit, auch wenn du sagst, das sind ja nur Kleinigkeiten oder du wirst jetzt nicht darüber sprechen. Aber ich wünsche dir das Beste. Und auch ganz liebe Grüße an Ria und deine Familie danke. Und die Christian Artists Community. Ja, danke. Du auch mit Art Bye. Cross. Weiter danke dir. Danke. Ja. Ja, meine Lieben, ihr habt jetzt ein bisschen Lien La Rivière gehört mit seinem wirklich sehr sympathischen holländischen Akzent. Der spricht ja fließend Englisch, fließend Französisch. Er kann eigentlich alles vortragen. Er ist ein unglaublich weiter Denker, jemand, der also Continental Singers, Christian Artists, Gewerkschaften und Bildungswerke gegründet hat, eine ganze TV-Station aufgebaut hat. Und ich habe einfach ganz großen Respekt vor Menschen, die einen langen Weg gehen, die ihre Vision auch durchhalten, die nicht nur schnell eine Idee haben, sondern wirklich dranbleiben, das Beste daraus zu machen und immer weitergehen. Und Lien La Rivière ist da so ein Vorbild. Und ich bin sehr dankbar, dass er heute für dieses Gespräch Zeit gehabt hat. Danke nach Holland und danke euch fürs Zusehen.